Manchmal ist es auch nicht sinnvoll zu fighten. Wow, die hatten sogar Duschen und alles. In der Schule? Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Ah, hier unten waren wir schon. Na dann mal los. Mach schon. Du hast noch was übersehen? Da war noch was im Gang. Jetzt ist, glaube ich, schon zu spät mittlerweile. Oder? In welchem Gang denn, Zero? Bitte. Gut gemacht. Hier? Da war eine Reppe. Reppe? Eine Treppe. Die hier? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Ich muss, glaube ich, gleich mal ganz kurz eine kleine Pause machen, weil ich muss nämlich pullern. Ich glaube, ich mache das mal, bevor wir da hochgehen, Chat. Ich mache mal ganz kurz eine kleine Pause, weil ich nämlich echt pischern muss. Und dann bin ich gleich wieder da und dann geht's weiter. Also, bis gleich. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch haben. In dem Spiel. Oh, ist das Ellie? Na los. Haben wir noch Munition? Joe, da sind sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Sam! Okay. Hey, es sind viel zu viele. Schon ran. Ellie, geh weg von der Tür. Bock auf dich. Ja, wir machen das zusammen. Oh, falsche Kasse. Sam! Er ist durchgekrochen! Es was? Sam, was zum Teufel machst du? Ja, die Tür auf! Na, dann beeil dich! Okay, los! Alle nach oben! Na los! Ach so, ja. Okay. Okay, ich fühle es jetzt schon. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Ich kann's fühlen. Mach schon mal die Strohhalme bereit. Mach schnell! Hey, na los, du bleibst nicht hier drin. Boys? Hi! Warte. Okay, jetzt wird's scheiße. Okay, das war großartig. Ich muss. Warte. Mach den Klicker, du Blödmann! Mach den Klicker! Yes!
Okay. Weg, 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 weg! Keiner was fallen lassen von denen? Oh, come on! Really? Ja! Ja! Mach los! 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 Frische Luft. Sind wir da? Und Ellie so ganz lässig? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Es ist halt wirklich so. Scheißgeizige Zombies. Kommt, na los. Wie geht's dir, Kleiner? Hey! Das war echt knapp, hä? Ein Madpack-Chat! Nicht gerade das schönste Erlebnis, aber. Wir haben es geschafft. Ja. Hey, seht mal da! Tja, was hab ich gesagt? Hä? Mal sehen, wie wir hinkommen. Wie viel haben wir eigentlich noch vor uns? Weiß das jemand? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Antizide erledigt. Du wärst stolz. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich, Kleine. Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja. Absolut. Ziemlich heftig ist, Meine Freundin. Marleen wollte, dass er mich für den Feierabend bringt. Scheint gut zu verstehen. Ja, und jetzt? Wie kommandiere ich ihn rum? Nicht warte? Na klar! Hey, Striker, moin übrigens. In welchem Kapitel sind wir denn? Oh, wenn ich das wüsste. Ich habe keine Ahnung. Kann man das irgendwo sehen? Nee. Wie war es hier ohne Infizierte? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Hey, Dubstenil. Moin. Danke, Marcy. Oh, Hunde. Mm. Wir lieben sie. Schieße sofort. Schieße sofort, denkt auf jeden Fall auch. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Okay, hier ist es gut. Gleich mal alles bebatteln hier, wa? Noch irgendwas?
Keks holen müssen wir nicht machen. Ja, das jetzt auch nicht unbedingt. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsmutter. So geht es doch. Was ist das? Oh, das ist dein Eiswagen. Ruhig. Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Oh, stimmt. Die beiden sind ja sogar in der Krise geboren. Vom Alter her, oder? Oh. Die kennen das ja alles gar nicht. Die kennen das ja alles gar nicht. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Okay. Wir brauchen eine Safe-Kombination. Hoffentlich ist sie irgendwo hier in der Nähe. Streichhölzer. Da steht natürlich, auf den Streichhölzern steht natürlich die Kombination. Wir gehen jetzt runter, öffnen und sie waren da drinnen. Pass auf. Oh, das ist noch so ein guter Aldi-PC hier. Guck mal, der sieht doch original aus wie ein Aldi-PC, oder? Die Dinger damals, die Kotze, die waren ziemlich rar. Ja. Nee, Fassi. Ich habe nicht wirklich Lust auf Tarkov. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich habe aber leider vergessen, Battle State zu sagen. Sie möchten mich bitte rausnehmen. Ich habe ihn heute Vormittag geschrieben, aber leider kam noch keine Reaktion darauf. Hey, Sam! Also, wenn du Drops möchtest, dann musst du dir wohl oder übel einen anderen Stream suchen. Jetzt mache ich gerade keinen Tag aufs Spiel. Tarkov kommt wieder. Fassi. Keine Sorge, ich warte nur ein, zwei Patches ab. So ein bisschen Schwierigkeiten momentan, reinzukommen wieder in das Game. Aber es bringt dir, also fast, es würde eh nichts bringen, mehr als einen Stream zu gucken. Also dadurch kriegt man halt auch nicht mehr Drops. Gibt bestimmt genug da draußen, heute. Ich habe letztens auch gerade einen Röhrenfernseher auf der Straße stehen sehen. Irgendeiner Sperrmüll weggebracht. Fand ich krass. Hätte ich nicht gedacht. Auch kurz mal so... das ist hier die Stelle mit den Hunden? Ja. Für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Woher wisst ihr denn das hier? Ich werde. Ups.
Mr. Perfekt Popo, moinsen. Auch Entdeckung, ich gehe ran. Nice wall hack. Okay. So, gibt's hier irgendwas zu looten? What the fuck? Wer hat mich denn da angeschossen? Da komme ich doch nie im Leben hin, oder? Ich glaube, ich muss mir mal eben schnell in den Ding basteln hier. Mann, ja, was habt ihr denn für Wallhacks, sag mal? Wie halt die ganze Zeit auf die Wand schießt, der Idiot. What? Twitch Prime ist... Moin. Twitch Prime ist... Moin. Fred House, dankeschön für den 6. Monat, Maga. In dem verbrannten Haus! Schön, dass da eine Waffe hängt, aber sonst nichts weiter. Twitch Prime. Nicht schüchtern sein! Werf die Jungs! Headshot! Du bist tot, Arschloch! Na, na, na! Headshot! You dead! Und wo wollt ihr Schnaps, ihr Jungs? Oh, wow, 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 wow! Geht aus! Aua! Oh, shit! Geh mit Deckung! Von wo denn der? Ah ja, von hier, okay. Okay, ein Schrotflintenschuss. Fuck my life. Also ich will jetzt nicht sagen, wir sterben, aber könnte gut sein, dass wir jetzt sterben. Wenn wir nicht was zum Heilen finden. Thank you.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß. Propellius, dankeschön. Oh Gott, nein. Komm schon, Paul. Oh oh, der geht. Nein, der geht vorbei. Verdammt. Oh Gott! COD Headshot! Ist da noch einer? Du bist tot, Arschloch! Du machst mal jetzt schnell einen Rückwärtsgang. Na los, Leute! Gott, verdammt! Nur Headshots, Chat, nur Headshots! Bringt einer die Munition mit, bitte? Oh, der ging direkt in den hohen Sack. Oh oh. Oh oh. Oh shit. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Easy peasy. Sieh mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Henry! Sam! Alles okay? Ja, mir geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, mach! Gehen wir! Schneller, schneller, schneller! Uh-oh! Okay, da komme ich nicht mehr ran. Kann ich weg? Oh Gott. I guess we run? Bist du okay? Ich lebe.
Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ja, zum Glück ist da ein Brett gelöst. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, echt gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper? Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam?
Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Ellie? Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry? Henry, was hast du getan? Du gibst Sam. Mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld! Henry! Henry, nicht! Ich mag ja dieses Game, ne? Das ist echt harter Tobak. In Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ich glaube, Chad, hier machen wir morgen weiter. An der Stelle. Ich glaube, hier machen wir morgen weiter. Das wäre ein sehr guter, nennen wir es mal, Cliffhanger.